And welcome back to our assembly. Herzlich willkommen zurück zu unserer Versammlung zu permazirkulären Museen. Es ist eine wunderschöne Reise gewesen mit euch allen, mit allen PodiumsteilnehmerInnen und allen Teilnehmerinnen, die mit uns auch ihre Fragen und ihre Gedanken geteilt haben. Und jetzt geht es los mit unserem Anschluss, also ein sanftes Ende oder auch vielleicht gar kein Ende. Ich möchte ganz kurz noch ein paar organisatorische Hinweise loswerden für heute Abend. Für alle, die Deutsch sprechen, ein Hinweis, wir haben aktuell 2 Livestreams laufen, einen auf Englisch und einen mit der deutschen Verdolmetschung von unseren Dolmetscherinnen Sonja Willner und Leonie Wagener. Genau, in German, wenn Sie bei der Eröffnung mit Simultan-Dolmetschen beiwohnen möchten, klicken Sie gerne auf den deutschen Livestream auf YouTube oder unserer Webseite. And with this, I give over the word to Stefan. Gut, dann gebe ich das Wort an Stefan. Yes, thank you, Jessica. We'll just share a few resonances and remarks. Wir möchten ein paar Resonanzen und Bemerkungen mit euch teilen, die auch nach diesen wunderschönen 3 Tagen uns weiter begleiten werden. Warum haben wir es Anschluss genannt? Die Idee dahinter war, dass wir diese Echos mitnehmen wollen, dass wir sie in uns aufnehmen wollen, in unsere Körper, in unseren Geisten und sie auch umsetzen wollen. Wir haben außerdem die Ehre, dass Bettina Korinthenberg heute dabei ist, eine der Kuratorinnen von der Ausstellung Critical Zones. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Ich lege einfach mal mit der ersten Resonanz los. Genau genommen war es eine Art Prä-Resonanz, weil nämlich schon während des Anmeldeprozesses für diese Versammlung wir alle TeilnehmerInnen darum gebeten haben, all die, die sich angemeldet haben für die Versammlung, uns mitzuteilen, was für sie schon vor unserer Diskussion ein permazirkuläres Museum sein könnte, wie das aussehen könnte. Und diese Antworten haben wir gesammelt, wir haben sie uns durchgelesen und da ist uns klar geworden, dass diese Antworten, die wir in diese Datei gesammelt haben, dass da ein Text daraus entstanden ist. Eine gemeinschaftliche Fantasie und die wollten wir gerne mit euch teilen. Wenn ihr Lust habt, macht die Augen zu. Ich lese diesen gemeinschaftlichen Text jetzt vor. Und es würde mich freuen, wenn ihr später mir mitteilt, was ihr euch dabei vorgestellt habt beim Zuhören. Später werden wir das auch noch veröffentlichen. Wie ein großer Bienenstock an einem Baum, als Raum voller Fragen und Tricks, als Raum des sozialen Austauschs, in dem wir uns gemeinsam eine andere Stadt vorstellen können. Ich stelle mir etwas vor, das offen und transparent ist, das eher in den Zwischenräumen der institutionalisierten und öffentlichen Räume besteht. Ein Ort, an dem die Grenze zwischen drinnen und draußen verschwimmt. Ein Ort der Fürsorge und des Wiedergutmachens. Offen für Menschen und andere Arten. Offen, hell, ruhig, lebendig, bestärkend, materiell und voller Lernmöglichkeiten. Für mich ist ein permazirkuläres Museum ein nachhaltiges Ökosystem, in dem die Kunst im Dienste der Umwelt und der Gesellschaft steht. Ein Museum, das seine Methoden und Experimente gemeinschaftlich in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen aus Wissenschaft und Kunst entwickelt. Es wirkt wie eine Landschaft, wie das große Ganze und es gehört uns allen. Es ist hyperlokal, aber mit Tentakeln, die sich ausbreiten wie ein planetarisches Mycelium. Nachhaltig, zukunftsorientiert und beispielhaft. Ein Ort, der sich für Vielfalt und Nachhaltigkeit einsetzt und Wertekategorien und Ästhetik neu definiert, wie Unkraut auf dem Acker. Das Museum liegt in der gemeinsamen Hand und Verantwortung der Menschen um das Museum herum, nicht nur in der Hand der MitarbeiterInnen. Es könnte ein sozialer Ort sein, der vor allem von Gedanken und frischem Wasser lebt. Ein interaktives, ökologisches Kunst-, Medien-, Technologie-, Klima-, Wissenschafts-, Forschungs-, Kreativitätsinstrument, Raum der Fürsorge. Intersektional, offen und zugänglich für alle. Inklusiv, verantwortungsbewusst, auf mehreren Zeitskalen denken, auf Beziehungen und langfristigen Perspektiven begründet. Vielleicht gibt es eine Mensa, in der wir alle, die wir Lebewesen sind, das Essen sind. Kochen für Nematoden, Bakterien, die kochen, Tische für Füchse und so weiter. Ein ständiger, non-hierarchischer Austausch von Ideen innerhalb des Ökosystems des Museums selbst, Abteilungen, MitarbeiterInnen, BesucherInnen und so weiter. Wie ein Netzwerk aus Gärten. Seltsam, chaotisch, essbar, mit 0 Netto-Kohlenstoffemissionen, ein Safe Space. Zum Verweilen und Zurückkehren, der nichtmenschlichen Wesen eine politische Stimme gibt. Da müssten wir die Natur fragen. Wir müssten von Grund auf anfangen, buchstäblich. Welche Materialien benutzen wir? Auf wie viel Bodenfläche darf es sich erstrecken? Warum soll es überhaupt ein Museum sein? Warum nicht ein gemeinschaftlicher Ort des Ausprobierens, Scheiterns und Lernens für eine permazirkuläre Zukunft? Ich bin mir nicht sicher, aber es interessiert mich brennend, welche Größe, Verortung und Struktur von Museen das größte Potenzial hat. Wir suchen nicht einen Ort, sondern ein Netz von Archiven, Depots und Ideenworkshops. Mehr Spezialisierung und weniger Generalisierung außerdem. Ein Wald. Ein Ort im Wald mit durchlässigen Wänden und hauchzarten Grenzen zwischen Natur und Kultur. Eine ganzheitliche, partizipative, inklusive Institution mit gleichen Rechten für nichtmenschliche Lebewesen. Ein Geheimnis. Darmmikroben. Rechteckig mit Kreisen darin. Die Baumschule, die ich jede Woche mit meiner Familie besuche, raus in die Natur. Am liebsten jeden Tag und immer wieder. Ein permazirkuläres Museum könnte aussehen wie ein Garten für den Diskurs. Aber abhängig davon, wie sich die Gärtnerei verändern wird. Ein Museum fest verwurzelt in der Landschaft, die es bewohnt, in dem es um die Sache geht und nicht nur um die Folgen. Gemeinschaftlich, nachhaltig, nicht hierarchisch, flexibel, bunt und offen. Die Frage ist nicht, wie sieht es aus, sondern wie fühlt es sich an? Ein großer wilder Garten, agil, dezentral, radikal und disziplinübergreifend. So möchte ich mir das vorstellen. Keine Ahnung wie, aber ich bin sehr neugierig. Das war der gemeinschaftliche Text, den ihr alle mit erstellt habt. Vielleicht habt ihr auch eure Worte darin wiedergefunden. Und ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen, dass ihr eure Ideen mit uns geteilt habt. Die werden uns weiter begleiten. Vielen Dank, das war richtig, richtig schön. Was kann man da sonst noch zu sagen? Ich finde es toll. Ich würde gerne dabei bleiben, bei diesem Rhythmus, bei diesem Takt, der aus diesen Worten entstanden ist, und einfach ein bisschen was teilen, was gesagt wurde. Worte, wie wir auch die Sprache neu erfinden können und neu gestalten können, die wir nutzen, um, wenn wir unsere Arbeit machen. Ein paar schöne Beispiele haben wir bei den letzten Podiumsdiskussionen gehört. Wir sprechen ja immer von Zusammenarbeit. Und wir wollen nicht unabhängig voneinander arbeiten, wir wollen verflochten miteinander arbeiten. Von der Kooperation bewegen wir uns vielleicht so zur Operation. Aus dem Panel, das ich heute moderieren durfte, habe ich mir eine wunderschöne Idee mitgenommen, dass Institutionen sich verändern müssen, weil sie ein normatives System sind, aber auch mehr. Es sind auch Menschen. Wir sind die Menschen, die in diesen Institutionen sitzen. Und die Frage, wie wir diese Vision erreichen, die wir gemeinschaftlich schon erarbeitet haben, da geht es dann auch darum, dass wir diese Prozesse emotional bewohnen. Ich hoffe, dass wir das weiter auch aktivieren können. Auch trauern, zu Kompost machen, zuhören, vertrauen und vermitteln. Jessica, you wanna follow up? It's all for me. Jessica, möchtest du noch was sagen? Von mir war es das. Sorry, I thought, yeah, I'll take it over. Sure. Klar, gerne. Thanks, Stefan, for, vielen Dank, Stefan. Dass du das zusammengefasst hast, was du bei deinen Podiumsdiskussionen mitgenommen hast. Was ich sehr schön fand, war Ella Spalding von der Diskussion zum Museum als Rückzugsort. Sie hat nämlich von einem Projekt erzählt, das sie gemacht hat. Und das möchte ich ganz kurz gerne teilen. Das ist ja ein Swallow-Profil, also das spanische Wort für Boden. Und hier gibt es ein sehr schönes Bild zu sehen, da sehen wir die verschiedenen Schichten. Und das hat mich daran erinnert, an dieses Bild, was wir bei den Critical Zones gesehen haben. Das ist eine Roadmap für die Forschung, umgesetzt als Aktion, gemeinschaftliche Veranstaltungen, Zusammenkommen, und da gibt es die Abschnitte A, B, C. Unten ist der Tiefenzeithorizont, B, also das war C, B ist der Jetzt-Horizont, also das aktuelle Ökosystem, unsere Kultur, auch kulturelle Themen, Ernährung, die Bodenbeschaffenheit, menschliche und nichtmenschliche kosmische Visionen. Und die Geschichte und Bräuche. Und dann geht es weiter nach oben, in den Zukunftshorizont, Integration von verschiedensten Stimmen, Möglichkeiten, Chancen und eine gemeinsame Weltenbildung. Davon haben wir sehr schöne Projekte gesehen, die mit diesem Thema auch zu tun haben, während unserer Versammlung. Und es sind viele dieser Aspekte auch reflektiert worden. Das war sehr schön. Was mir auch sehr gefallen hat, war der Beitrag von Natascha. Da war die Frage, wie können wir einander bestärken, verletzlicher zu sein im Kontext von kulturellen Institutionen. Da geht es natürlich auch immer um Fragen von Privilegien und von Macht. Ja, und da würde ich dann jetzt weiter an Bettina geben. Vielen Dank. Ich mache sehr gerne weiter. Es war unheimlich schön, hier zusammenzukommen, Gedanken auszutauschen, Einblicke zu gewinnen, so viele Aspekte, die auch sehr bewegend waren und das mit euch allen zusammenzutun. Ich muss an den ersten Tag zurückdenken, wo wir neu gedacht haben, wie Institutionen aussehen können. Und da haben wir gesagt, wenn wir Wandel schaffen wollen, dann müssen wir die Einsamkeit bekämpfen. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment in dieser Versammlung, der sich auch fortgesetzt hat über die kommenden Tage hinweg. Denn Wandel bedeutet auch offen zu sein offen füreinander, für andere selbst, für das Leben an sich, in seinen verschiedensten Ausprägungen, in all unseren Verflechtungen. Wer sich öffnen will, muss sich aber sicher fühlen. Wenn man sich öffnen will für das Unerwartete, für das Neue, für neue Begegnungen, dann öffnet man etwas, was vorher nicht da war. Und das machen wir mit euch. Und ich glaube wirklich daran, dass Beziehungen diesen Wandel anstoßen können, dass die Erlebnisse, die wir haben, miteinander etwas Neues entstehen kann. Diese Tage der Versammlung und unsere gemeinschaftlichen Diskussionen haben mir das ganz deutlich gezeigt. Diana hat auch gesagt, dass wir zusammen sein müssen. Und ich glaube, dass diese Freundlichkeit, diese Güte, das Zusammenkommen einfach ein Schlüsselelement ist. Und damit gebe ich weiter an Barbara. Danke, Bettina. Ich bin total froh, dass du für den Anschluss noch dabei sein konntest, nachdem du am Anfang nicht dabei warst. Also danke, dass du deine Resonanzen auch noch mit uns geteilt hast. Was ich noch mal als Resonanz teilen möchte, neben dem Text vom Anfang, ist ein anderes gemeinsames Archiv, eine Art Dokument, das im Laufe der Versammlung entstanden ist und über die letzten 3 Tage auch ordentlich angewachsen ist. Das ist unser Padlet. Und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die zum Padlet beigetragen haben, und einfach nur kurz mal anreißen, was da alles gelaufen ist. Ich teile mal meinen Bildschirm, um zu zeigen, wie voller Leben das auch inzwischen ist. Ich hoffe, das sieht man auch gut, wenn ich das teile. Das ist das Padlet, das sozusagen dokumentiert, was an den 3 Tagen, die wir zusammen genossen haben, passiert ist. Die Eröffnungsveranstaltung, die Session mit Mira, in der sie uns eingeladen hat, uns in unseren Körpern wiederzufinden, Tag 2, wo wir an unserem Körper, an unserem Rücken gearbeitet haben, und auch die 2 Podiumsdiskussionen, wo es um die Materialität ging, um Mobilität und die terrestrischen Praktiken beim Erstellen von Ausstellungen. Und ich wollte da einfach gerne noch mal kurz rekapitulieren, worum es im Footprint-Manifest ging. Also vermindern, recyceln, verrotten lassen. Und die Empfehlungen, die Institutionen auch befolgen können, wenn sie versuchen, permazirkulär zu werden. Und das ist eben die Idee dieses Padlets, dass wir versuchen, am Ende hier die Ernte zusammenzustellen, eine Art Toolkit, ein Werkzeugkasten von Ideen, Strategien, Vorstellungen, Träumen, Visionen, die wir in den Podiumsdiskussionen und Gesprächen entwickelt haben. Und hier sieht man diese ganzen Ideen, zum Beispiel auch die Ideen der Zero Waste Organisation, die viele Ideen hatte, die für uns interessant waren. Die Idee, Zeit anders zu empfinden, zu beurteilen, langsame Geschäftsreisen zu unternehmen, eine Vorstellung, die mir sehr gefallen hat, und Zeit anders zu schätzen. Und natürlich möchte ich noch mal ein Unternehmen erwähnen, mit dem morgen noch ein Workshop stattfinden wird. Da werden wir veganen Honig herstellen. Dieser Workshop war sehr schnell ausgebucht. Aber die 3 Anbieter, also Fanny Kranz, Max Kosoritsch und Carsten Drosel, die das morgen durchführen werden, die haben das Rezept hier geteilt. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie man veganen Honig herstellen kann, dann ist das Rezept hier zu finden. Da gibt es sogar ein Tutorial, wie man das machen kann. Also liebe Gäste, schaut euch das gerne an, das Padlet. Da gibt es eine Menge zu entdecken. Das sind die Spuren, die diese Versammlung hinterlassen hat in der Welt. Und damit gebe ich zurück an dich, Stefan. Ja, danke, Barbara. Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, zum Anschluss dieser fantastischen, unglaublichen 3 Tage mit einer Ton- und Video-Performance vom Tonkünstler Jorge Barco, der auch Kurator im Museum für moderne Kunst in Medellin in Kolumbien ist. Ein fantastisches Museum. Aber bevor wir mit Jorge weitermachen, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Natürlich mich bei der Institution zu bedanken, aber auch bei meinen wunderbaren Kolleginnen Barbara, Jessica, Bettina für die Einladung, mich zu bedanken und auch für die hervorragende Zusammenarbeit mit euch. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an alle Panel-TeilnehmerInnen, an alle KünstlerInnen, die uns mit Aktivierung unterstützt haben. Ein riesiges Dankeschön an das ganze Videostudio des ZKM, die, wie man sieht, und die ganze Zeit bei uns sind und dafür sorgen, dass wir hier immer im besten Licht dastehen und uns riesig unterstützen bei diesen Zoom-Livestream-Veranstaltungen, insbesondere Andi Koch, Moritz Büchner, Peter Müller, Team Wenz und Christina Zartmann. Herzliches Dankeschön auch an die Dolmetscherinnen von den Badendolmetschern. Danke an unsere Sponsoren, an Desiree Weiler, die sich hier vor Ort so gut um uns kümmert im Museum. Dank an die Kommunikations- und Marketing-Teams für ihre Unterstützung bei der Bewerbung dieser Veranstaltung. Ein riesiges Dankeschön an unsere Audience-Betreuerinnen Alexandra Herrmann und Lena Becker. Und natürlich wollen wir uns am Ende auch nochmal bedanken bei den KünstlerInnen der Critical Zones Ausstellung, die uns viel unterstützt haben mit Tipps, also Gediminas und Nomeda Obonas, Karen Holmberg, Andreas Burbano, der sogar bei der Untertitelung der Videoperformance geholfen hat, die ihr gleich seht, Barbara Marcel. Ein besonderes Dankeschön auch an Philipp Ziegler, Janina Burger und Ika Schope für ihre Betreuung und Maren Feller, die mit den Vorbereitungen von der Versammlung so geholfen hat. Euch allen ein herzliches Dankeschön, natürlich auch allen, die bei uns waren und als ZuschauerInnen dabei waren und auch beigetragen haben auf so vielfältige Art und Weise. Ja, und jetzt überlassen wir euch mal ganz dem Jorge und den Vulkanen. Bevor wir jetzt alle davonstürmen, natürlich noch ein großes Dankeschön an dich, Stefan, für deine großartige Moderation und all deinen Input. Es war mir ein Vergnügen, kein Problem. Liebes Videostudio, ich glaube, ihr könnt das Video abfahren. Hola! Und ganz besonders herzliche Grüße an alle Teilnehmenden an dieser Versammlung zu Permazirkulären Museen. Mein Name ist Jorge Bejarano Barco und ich schicke ein sonniges Hallo aus der kolumbianischen Stadt Medellin. Ich freue mich, über mein Projekt Sonosfera an dieser wichtigen Veranstaltung teilhaben zu können. Es ist eine Reflexion, die während des Lockdowns und der Pandemie im letzten Jahr entstanden ist und sich zum Teil eben in diesem Video niedergeschlagen hat. Die Reflexion erforscht ausgehend von Klängen, ökologische und spirituelle Fragen. Neben meiner Arbeit als Künstler habe ich mein ganzes Leben der Arbeit in Museen gewidmet, vor allem Kunstmuseen in dieser Region. Für mich sind Museen ein strategischer Ort für ökologisches Denken, das nicht nur den kulturellen Raum, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Das Museum könnte also unter anderem wie ein Leuchtturm sein, der einen Lichtstreif in die dunklen Zeiten hinausschickt, in denen wir leben, und könnte Reflexionen entwickeln, mit denen wir einander als Netzwerk von Leben begreifen können, das vollkommen vernetzt ist und unser Engagement erfordert. Das Sonosfera-Video, das ihr gleich sehen werdet, verwendet Field Recordings vom Nevado del Ruiz-Vulkan hier in der Café-Region sowie ganz verschiedene harmonische und auch nicht harmonische Klänge, die für dieses Projekt erzeugt wurden. Ich möchte mich ausdrücklich bei den befreundeten Künstlern bedanken, die mir die Umsetzung dieser Ideen ermöglicht haben. Jorge Cano, Andreas Burbano, André Guarado, Juan Pablo Trujillo, Hugo Branco und natürlich bei den Organisatoren dieser Veranstaltung. Ich hoffe, dass ihr diese Sonosphäre jetzt genießen könnt und dass die ökologische Reflexion zu Museen in diesen Zeiten weitergeht. En el centro está el mare magnum ardiente del cual todo está hecho. Provincias ígneas. Una inmensa bola de materia en fuego. Rocas duras y blandas. Útero cósmico. Metamórficas y volcánicas. El viaje me llevó por estratos policromáticos. Presencié la explosión cámbrica. Atravesé capas intensas. Areniscas y cristales. Placas tectónicas. Cuencas sedimentarias. Hasta llegar a la capa vegetal. Desde aquí puedo contemplar las tormentas geomagnéticas, los astros y el universo infinito. La Sonosfera. Oliveros, una de las figuras centrales de la música experimental y el arte sonoro, empleó la palabra sonósfera para definir la atmósfera compuesta por diferentes ondas que emanan desde el centro de la Tierra. Un barrido completo de energías que incluyen magnetismo eléctrico, electromagnetismo, geomagnetismo, ondas cuánticas acústicas, resonando en lo personal, interpersonal, en la música, la Tierra y el cosmos mismo, en escalas físicas y metafísicas. A diferencia del paisaje sonoro, no hay un estigma moral diferenciando lo tecnológico y lo natural. Va aún mucho más profundo. La sonósfera no son solo ondas, también está constituida por partículas de energía, fonones. El más sencillo concepto de armonía habla de juntar una cosa con otra en un orden placentero, por ejemplo notas musicales, objetos, formas. Durante el tiempo de pandemia y confinamiento, el repentino silencio global presentó una oportunidad inesperada para captar sonidos antes imperceptibles. Sonidos enlazados a las fuerzas naturales de la Tierra, desde el paisaje sonoro perceptible, fuerzas telúricas, ondas sísmicas, los movimientos de los volcanes, fenómenos sonoros, electromagnéticos y celestes, que usualmente el ruido humano enmascara. Esta fisura temporal es la emergencia de cierta armonía natural del planeta. Una escultura cinética cuyo funcionamiento se remonta a los armonógrafos, un invento olvidado del siglo XIX movido por péndulos que, a la osidad, generan patrones, dibujos geométricos, armonogramas. Cobre, aluminio, madera, roca volcánica, magnetita, circuitos y sistema de amplificación. Una línea de luz oscilante por el espacio. Una atmósfera envolvente de sonidos. Los sonidos del planeta alteran el movimiento de los péndulos, rocas del volcán, generando dibujos que nos conectan con una dimensión metafísica, elipses superpuestos que parecen galaxias, curvas del Zayur, geometrías sagradas, un espacio de contemplación y terapia. Circuitos cooperativos, biosintetizador, bioelectricidad, bioelectromagnetismo, biología de la luz, electrofisiología, magnetoterapia, campo magnético, biomagnetismo, imanterapia, sintergética, rituales electromagnéticos, medicina eléctrica, cianobacterias, endosimbiosis.